was ihre Familie während des Bürgerkriegs. Ich glaube, der Text ist fast das gleiche und ist jetzt auch egal. Ich will hier reinstarten. So. Oh, cool. Steht ja schon eine Pyramide. Jo, fertig. Ich gehe dann mal. Wir haben Granatäpfel. Wir haben merkwürdig schmale Überschwemmungsgebiete. Wir haben jede Menge Steine. Wow. Wir können anbauen. Granatäpfel, Feigen, Gerste und Flachs. Okay, das ist schon mal ziemlich cool. Ah, wir müssen Ton importieren. Wir müssen Steine importieren. Oh. Okay. Und das ist viel Wüste. Aber das ist schon mal. Das ist schon mal tricky. Es ist viel Handel gefragt. Wir haben aber auch jede Menge Platz, theoretisch. Das Problem ist, das ist halt wirklich alles Wüste. Da kommt halt kein Wasserträger lang. Das heißt, da wird sich nicht viel tun, was Bevölkerungswachstum angeht. Das heißt, wir müssen quasi hier alles voll klatschen mit Menschen. Und dann so, da wo Sand ist, wird dann der Rest aufgebaut. Zunächst, was haben wir denn? Wir haben, wir können Bier brauen. Das dürfte erstmal mit, wir können Bier brauen und wir können Leinen weben. Das ist schon mal cool, das, daraus können wir eine Menge machen. Wir haben aus irgendeinem Grund Bewässerungsgräben und Wasserheber. Ich weiß nicht wozu, weil wir haben hier keine Wiesen. Hm. Mysteriös. Also brauche ich zunächst ein paar Farmen. Müssen wir jede Menge essen. Ja, ja, ja. Und hier setze ich dann die Gerstenfarmen hin. Ist hier noch eine hinten? Nee, schade. Das ist blöd. Sehr blöd. Ja, dann kürze ich das hier mal ein. Wo kommt da wenigstens Gerste hin? Das ist herrlich unfruchtbar. Wir haben drei Götter. Wir haben einen Tempelkomplex für Osiris. Schön. Sehr schön. Ich reiß das mal beides ein. Ich brauche ja Flachs und Gerste. Entsprechend baue ich hier Warenlager. Erstmal die Straße ausbauen. Ja. Und ja, quasi das. Das hier für Gerste und Bier. Und das für Lachs und Leinen. Ist auch. Nee, das ist blöd, wie ich das gemacht habe. Wenn dann will ich die Warenlager ja da haben, wo ich keine Häuser brauche. Oder wo Häuser nicht weit kommen bei mir. Also so rum. Dann kann ich nämlich hier dann Power rein und Weber reinbauen. Ja, hier wäre meine Sperre erstmal sinnvoll. Ansonsten habe ich ja nicht viel mehr, die hinziehen könnten. So. Ich wollte doch keine Feigen farmen. Ach, Moment. Ich muss erst mal gucken, was mir überhaupt abgekauft wird. Okay, Bier und Leine. Na, tatsächlich. Cool. Das ist doch was. Werde ich auch die einfachen Steine los? Nö, die kann ich nur importieren. Generell muss ich halt viel importieren, den Granit. Ah. Geschirr kann ich auch gleich importieren. Aber es ist günstiger, das über Töpfer reinzuregeln. So, jetzt kann ich wieder die Geschwindigkeit hochstellen. Also Gerste und Flachs. Hier passt. Ah ja, genau. Das war das Problem.
Das muss ich besser einstellen. Komm ich hier mit einer Straße runter? Ja. Da komme ich nirgends durch. Oh, wer hat das designt? Also doch so. Aber das ist ja okay. Hier, das kann ich sowieso noch alles voll klatschen. Muss ich. Muss ja irgendwie auf die 7000 Einwohner kommen. Und dann kann ich hier noch die erste hinsetzen. Ja, das klappt diesmal, genau. Und nochmal Flux. So. So. Und nochmal Gerste. So. Das muss erstmal reichen. Und das Silo dürfte auch erstmal reichen für die erste Ernte. Aber die Leute wollen natürlich auch noch Zeugs von mir die ganze Zeit. Natürlich. Könnte ja schon mal testweise... Na schön. Es scheint, muss ich die Stück für Stück aufbauen. Die Monumente. Ja, weil ich kann... Ja, kann halt erst nur den Obelisken bauen. Ich baue erstmal feste. Bleib doch mal entspannt. Festplatz gibt's hier. Erste gibt's für Osiris. Kriegen auch alle ihre Tempel. Eine schöne Tempelstraße, ein Tempelhof. Ja. Dann gibt's Unterhaltung. Natürlich. Erstmal ganz rudimentär. Wenn hier die Tempel stehen, kann ich das ja auch gleich schön machen. Aber ja, das Silo steht halt irgendwie ungünstig nah an den Häusern hier. Ich habe gleich ein Arbeitskräfteproblem. Da kommt natürlich wieder kein Wasserträger vorbei. Das ist wieder typisch. Dann gibt es eben zwei. Das sind viele Granatäpfel. Ich baue vielleicht wirklich ein Warenlager für die Granatäpfel. Yay, ein gewöhnliches Fest. Ich wollte eigentlich ein üppiges feiern. Dann gibt es halt jetzt eins für Bastet. Kommt gleich die erste große Ernte. Das heißt, jetzt kann ich hier die Brauereien schon mal platzieren. Webereien. Und ja, jetzt fehlen mir massig Arbeitskräfte. Deswegen baue ich hier ein neues Viertel rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier so. Ja, verdammt! Dann... Kleiner. Ups. Bleib doch mal ruhig. Und weg damit. Das nimmt nichts mehr an. Lehrt. Ich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht so blöd. Das ist so ein Warenlager, das immer nur dazu da ist, Sachen zu holen für irgendwelche Forderungen. Ich wollte den hier. 1, 2, 3, 4, 5. Selbst das wird problematisch. Mist. Ja, da hört es auch schon auf. Kriegt ihr wenigstens hier nochmal einen Wasserträger rein. Sicher ist sicher.
Ah ja, die Sperre muss jetzt natürlich woanders hin. Logisch. Ja, bleib stehen! Welche lieben sie? Schön, 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 schön. Ah, hier sind sie jetzt fleißig am werkeln. Wahrscheinlich brauche ich einen Dock. Ich guck mal erstmal nach den Handelsrouten. Ich kann jetzt nach Theben. Die verkaufen nur die. Oh, die verkaufen ja allen möglichen Quatsch. Ah ja, klar. Klar, das ist genau das, was ich in der gescheiterten Mission hätte abbauen können. Kaufen Fleisch, das ich gar nicht produzieren kann. Schön. Leinen. Dann nehme ich die gleich mal mit. Ah, eine Landroute. Da spare ich mir das Dock. Memphis kauft Bier. Die haben eine Seeroute. Dann brauche ich natürlich ein funktionierendes Dock. Richtig. Danke, Spiel. Das gibt's hier. Und alternativ könnte ich eigentlich ein zweites bauen. So, hier. Doppelt hält besser. Eigentlich kann ich ja erstmal. Moment, jetzt brauche ich. Genau, jetzt brauche ich das. Das Problem ist. Okay, in die Richtung. Muss ich wahrscheinlich eher in die Richtung noch meine Stadt erweitern. Aber na schön. Dann setze ich hier ein Warenlager hin. Für die Importware, sprich Ton. Zunächst. Und hier Töpfereien. So natürlich nicht. So. Dann kann ich auch gleich Ton importieren. Kann ich das schon? Ah, dann muss ich nochmal woanders. Vielleicht ist das ja gar nicht. Okay, doch. Die kommen übers Wasser. Dann setze ich hier entsprechend Töpfereien hin. Bis zu 1000. Natürlich muss ich auch hier Geschirr mit annehmen. Ja, die produzieren erstmal fleißig vor sich hin. Der Bazar braucht erstmal weder Bier noch Leinen eigentlich. Aber ich glaube, die kaufen das auch noch nicht, wenn die Häuser sich noch nicht so weit entwickelt haben. Glaube ich. Die Überschwemmung war ja mal richtig bescheiden, wenn sie überhaupt stattgefunden hat. Mensch, Osiris, was ist da los? Wie viele Leute fehlen mir? Eieieiei. Ja. Und das essen das auch alle. Verdammt, alles wegen dieser blöden Forderung. Das war Mist. Großer Mist. Ich brauche mehr Menschen, aber ich brauche auch erstmal Essen. Blöd ist es. Ziemlich. Vor allem, wenn halt einfach die Überschwemmung nicht stattfindet. Das ist blöd. Also, was ich noch machen kann, ist halt noch mehr farmen. Das tut erstmal nicht weh. 1, 2, 3. Die sind wiederum krass fruchtbar. Komisch, komisch. Ach, Mensch. Wow, wir sind schon bei 500 Menschen. Toll. Jetzt habe ich halt fleißig importiert, aber noch nichts zum Exportieren. Sind halt alle völlig unterbesetzt. Und mir fehlen halt so viele Leute, ich kann auch nicht priorisieren, weil dann habe ich halt sonst nirgends etwas. Habe ich denn noch Platz für Menschen? Wenn ja, wie viel? Ah, für 200 weitere Personen. Also muss ich erstmal einfach nur ein bisschen abwarten. Bis der Rest kommt. Ey, das ist halt auch blöd, dass sie so weit latschen müssen.
da tut sich halt absolut gar nichts. 5% Fruchtbarkeit ist sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Okay, das ist merkwürdig, wie die Pyramide hier glitscht. Am Rand. Naja, okay. Wer Schäme macht. Und ich verkaufe alles an Bier. Export über 3600. Ja, klar, weil ich so viel Bier gerade brauche. Jedenfalls sind die Töpfereien schon fleißig. Ist schon mal gut. Es hat immer noch viel zu wenig Häuser. Ja, generell. Aber das kann ich ja alles entsprechend dann erstmal hier nach unten bauen. Hier habe ich ja auch noch jede Menge Platz, ne? Also wenn ich hier ein bisschen weiter drüben erst was baue, aber wenn das so mit meinen Farm aussieht, kann ich das vergessen, dass ich Leute ernährt bekomme. Und wir haben Leinen. Das heißt, die kann ich auch gleich noch mit exportieren. Natürlich, ja, nur über 3600. Alles weg. Oh, weg die Scheuße. Die Kunst ist, ob man sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff verkauft. Cool. Das ist schon mal sehr gut. Hier muss auf jeden Fall mal ein Architekt hin. Weil wir manchmal, die waren zwar jetzt gerade dort, aber naja, ich kenne das Spiel ja, ne? Jetzt waren die einmal hier und jetzt rennen die ganze Zeit nur noch auf der Ecke rum. Dann fackelt mir hier alles ab. Außerdem brauche ich einen Arzt. Natürlich. Und in erster Linie immer noch ein Wanderer. Und die kommen. Sie kommen. Langsam, sehr langsam, aber sie kommen. Immer häppchenweise. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt, wenn jetzt die Ernte ist, im August. So wenig. Dass dann wenigstens nicht wieder die Anfrage kommt für mehr Essen. Und selbst wenn, ignoriere ich die diesmal einfach. Liebe die. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht. Ah, okay, wir schön, darauf, schön. Liebe die. In den Docks ist gut was los. Ich kann es kaum erwarten. Ah, gibt es wieder ein bisschen Bier. Meine Leinen hat noch keiner gekauft. Meine Liste mit offenen Stellen ist ellenlang. Ja, aber ich kann sie doch erstmal einziehen. Finden, um die Stellen zu besetzen. Ich hab doch ein Silo gebaut. Als ob die das füllen. Mit dem bisschen. Vielleicht soll ich trotzdem. Ich will mal gucken, wie die Ernte erstmal ausfällt. Die beginnt ja. Sollte ja gleich beginnen. Und wenn das Spiel sagt, ich habe gut Vorräte. Was ich aber sehr bezweifle. Gut, das hier ist noch ganz okay, aber sonst sehe ich eher schwarz. Dennoch, wenn das Spiel sagt, Vorräte reichen locker, dann baue ich noch an. Yay, ein Fest. Yay, mehr Party für Osiris. Die Brauer brauen auch fleißig. Ja, es hat echt wahnsinnig wenig Gerste und Flachs jetzt. Das reicht vorne und hinten nicht um die. Oh, das ist. Was ist das für eine Überschwemmung, Osiris? Ernsthaft? Mann. Kann ich doch wieder vergessen. Das ist ja lächerlich. Och ja, ja, okay. Überschwemmung wird ausfallen. Auch wieder eine schöne Vorhersage. Toll. Warum bete ich den komischen Typen eigentlich an? Und warum läuft die Bazarhändlerin da hinten rum? Ich fasse es nicht. Meine Waren sind weggegangen. Wo? Wo denn? Was hast du? Hast du die Tonblöcke versorgt oder was? Ah,
wenigstens gibt es ein wenig Fortschritt jetzt hier. Ja, nur ein ganz kleines bisschen.